Sein letzter freier Tag. Ab morgen steuert der Leipziger Patrick Weber wieder Güterzüge. Die Nachricht, dass die Bahn und seine Gewerkschaft der Lokführer sich wieder annähern, hat ihn völlig überrascht. Ich saß gestern im Auto und habe es im Radio gehört und dachte mir, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Es sind schon ein paar Tage Streik vorbei. Erfreuliche Neuigkeiten, würde ich sagen. Seit 10 Jahren ist der 28-jährige Lokführer noch immer sein Traumberuf. Ich bin mit Leidenschaft Lokomotivführer, vor allen Dingen auch im Güterverkehr. Man hat eine gewisse Verantwortung über Tausende von Tonnen, die man dann durch die Gegend fährt. Also für viele ist es kein Beruf, sondern eine Berufung. Genau deshalb schmerzt es ihn, dass in seinem Beruf der Nachwuchs fehlt. Wir bekommen seit Jahren die Lehrklassen nicht mehr voll. Und das ist ein Zeichen, dass ich da was tun muss. Die Schichtbelastung ist enorm hoch. Und wir teilweise 6-Tage-Wochen haben mit Schichten bis zu 14 Stunden. Die Schichten, die beginnen zwar pünktlich, aber enden im Regelfall nicht pünktlich. Gleichzeitig sehen wir die Manager, die sich Boni eingesteckt haben, die ein Millionengehalt haben, dann noch 1 Million Boni kriegen für irgendwas an die 60% Pünktlichkeit. Und da schon mal die Kollegen, die draußen das Geld erwirtschaften, für die ist nichts mehr übrig. Dafür habe ich absolut kein Verständnis. Für die Menschen, die die Leidtragenden sind und von dem ständigen Streik genervt, aber schon. Für die Großkunden im Güterverkehr. Aber es gibt nie eine gute Zeit für einen Streik. Und ein Streik muss wehtun. Und wenn ein Streik nicht wehtut, brauchen wir noch nicht machen. Die Deutsche Bahn und die GDL wollen ab dem 5. Februar wieder verhandeln und möglichst bis Anfang März eine Einigung erzielen. Und wenn nicht? Patrick Weber atmet tief durch, bevor er eine Antwort gibt. Ich hoffe doch mal, dass man sich in den Kernpunkten ein bisschen zueinander bewegt und dass wir dann doch bis Anfang März einem Ende angelangt sind. Und wenn nicht, dann wird es so weitergehen, wie es jetzt aufgehört hat, mit dem nächsten Streik.